Hallo, ich stehe hier mit Zukunftsforscher Kai Gondlach im Büroloft des To Be Ahead Think Tanks. Herzlich willkommen, Kai. Hi. Wie entsteht denn so eine Trendstudie? Kannst du das in 2, 3 Sätzen kurz zusammenfassen? 2, 3 Sätze. Dem Ganzen zugrunde liegt natürlich unsere Überzeugung, dass Zukunft nicht einfach passiert, sondern Zukunft wird gemacht von Akteuren, von Menschen, die ausgestattet sind mit Ressourcen, mit Macht, mit Geld oder einfach mit Zugängen zu anderen Menschen, sprich Netzwerke. Und wir haben unsere eigene Methode, die Trendcycle-Methode, die baut also darauf auf, wir suchen in einem sehr aufwendigen Prozess die 15 bis 20 Menschen weltweit heraus, die gerade eine Entwicklung vorantreiben. Und das waren im Fall von der Tech-Branche natürlich Normungs- und Standardisierungsorganisationen, natürlich Konformitätsbewerter, aber genauso gut Entwickler von Blockchain-Technologie und künstlichen Intelligenz-Algorithmen praktisch. Das ist ganz grob beschrieben. Und mit diesen Menschen kommen wir ins Gespräch. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Je nachdem, eigentlich in der Regel 2 bis 3 Mal, sage ich mal. Wir führen Tiefeninterviews und versuchen natürlich herauszufinden, in welche Richtung treibt ihr gerade diesen Trend voran. Und was können wir daraus lernen für die Zukunft? Was ist dann anders? Mhm. Und das Ganze spiegeln wir nochmal wieder, bringen es in eine verdichtete Form und fragen dann nochmal in einer erweiterten Welle, um genau besser herauszufinden oder ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt ein Trend ist, der in den nächsten 3 Jahren schon wirksam wird oder in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ja. Genau. Vielen Dank, Kai, für das Interview und die Einblicke in die Studie. Ja, sehr gern. Wenn Sie sich auch für dieses Thema interessieren und diese Studie gern downloaden möchten, dann klicken Sie auf unsere Webseite www.zukunft.business. Dort können Sie die Studie in deutscher und in englischer Sprache downloaden.